wir führen mal den Angriff auf die Tore von Falkenheim. Die Geschichte gibt's. Herzlich willkommen zurück zu vorne. Auf schwer, nicht auf realistisch, weil ich muss das Zeug ansammeln. Es war an der Zeit, den Wikingern zu zeigen, wer sie wirklich waren. Wir wollten tief im Herzen ihres Landes zuschlagen. Doch zuerst mussten wir den Pass durch die Berge bewältigen. Und Holden Cross würde den Angriff führen. Das war so eine Hassmission. Da erinnere ich mich dran. In Falkenheim war bereits der erste Schnee gefallen. Wir zogen trotzdem los. Ich bin Holden Cross. Als Kommandant der Schwarzenfelsvorhut oblag es mir, den Vorstoß anzuführen. Zuerst mal umschauen. Ist da vielleicht? Anscheinend nicht so. Okay. Wachsam bleiben! Das haben wir schon. Die Wikinger sind ebenso alt wie... Ein Hinterhalt! Genau darauf hatten wir gehofft. Viele meiner Leute haben Angst vor den Dekorationen unserer primitiven Feinde. Aber ich habe die Dämonen unserer Feinde nicht gefürchtet. Ich bin deren Dämon. Das lief nicht ganz so. Warte, da ist doch der Kriegsfürst. Wir wissen, dass wir hier sind. Bleibt in Bewegung! Ja, natürlich wissen sie, dass wir hier sind. Wir kloppen ja auch durch die Gegend. Okay, so wird das nix. Ihr müsst sie nicht fürchten! Ich sollte angreifen. So. Nach zu beobachtendem Zeug suchen. Das hier vielleicht? Ohne Steuern. Nicht? Scheiße. Voll angehauen gerade. Blöder Schreibtisch. Das können wir auch. Wo wir auch hingehen, endet das friedliche Leben, das wir Zivilisation nennen. Es ist nur eine soziale Übereinkunft, die so unbeständig ist. Ja, hallo Psycho. So zerbrechlich. Wieso kann ich da nicht durch? Ist irgendwie blöd. Los, warte. Hier, was machen die denn da? Hier ist aber nix. Das sehe ich nichts. Beschützt die Kolonne! Hallo. Ja, man kann, wenn man oben so ein Dings kann man nicht mit dem Kettenangriff weitermachen.
nicht. Das ging ja. Das Tor nach Falkenheim. Zufälligerweise das. Die Musik ist immer noch futsch. Bisschen strange. So stark, dass ich nichts übersehen habe. Ihr Wilden, ich musste diese Katapulte ausschalten. So, hallo. Die Wikinger haben ihre Berge und Täler mit Hörnern und Trommeln und Signalfeuern gespickt. Wir würden nie unbemerkt bis nach Falkenheim kommen. Daher hatte ich beschlossen, die Vordertür zu nehmen. So, es wäre Licht. Aber nicht so gemeint, dass er mit Katapulten auf mich schießen sollte. Es war kein guter Plan, doch es war die einzige Möglichkeit. Ciao. So, den kann man auch. Die Katastrophe war kein einzelner Vorfall. Es waren viele. Länder erhoben sich und versanken. Es regnete Feuer, Asche und noch Schlimmeres. Das Meer stieg ab. Ich muss dieses Katapult ausschalten. Ja, das ist richtig. Verdammt. Putz. Putz. Und... oder oh, so. Das ging jetzt. So, mal schauen. Nicht verwirren lassen, ich will gerade einen verdammten Guide aufrufen, um zu schauen. Und der kommt jetzt mit Seite, reagiert nicht. Ja, vielen Dank auch. Ist doch nicht so schwer dann. Scheißteil. Es ist Zeit, diese Katapulte auszuschalten. Ja, es ist. Ach, egal, also. Was soll's? Ich habe keinen Bock. Endlos rum. Nee, ich will auch nur schauen, ob ich jetzt in dem Bereich, die ich jetzt gerade schon abgeschlossen habe, nicht was übersehen habe, weil dann müsste ich sowieso nochmal anfangen. Wir werden es ja sehen. Oder halt eben nicht. Also, wenn wir irgendwas nicht sehen und dann merken, dass ich nochmal anfangen muss. Und es dann hoffentlich sehen. Coole Schiffe. Wieso kann ich die eigentlich nicht? Oh, oh. Ich gehe hier nochmal dahin. Nicht, dass ich noch einbreche, das wollen wir nicht. Geht's ja weiter. Bitte mach das jetzt nicht mal irgendwie verwirrten oder verirrten Katapultangriff. Ist ja sicher, dass ich es nicht beobachten kann? Hier scheint es ja nicht einzubrechen. Sagt er und es macht es schlimm. Ich
Also ist, glaube ich, nichts. Glaube ich. Bin mir nicht so ganz sicher. Eins muss man den Weg entgangen. Ach, du Spacken. Die sind groß. Hä? Ach komm. Verdammt. Alter. Alter. Ich wusste doch, ich kann den nicht leiden. Kann nicht mal parieren, aber wenigstens kann ich ihn blocken, obwohl ich eigentlich parieren gespielt habe. Ja, scheißegal. Dass das Eis da nicht kaputt geht, ne? So ein bisschen. Ja, ist klar. Ausweichen, du Spacken. Danke. Ich muss wieder zurück zur Vorhut. Naja, das wäre eine Idee. So, wie ist denn das letzte? Das kennen wir schon. Das kennen wir auch. Falkenhain. Die Heimat der Invasoren, die sich selbst Wikinger nennen. Es war 40 Jahre her, dass die Ritter zum letzten Mal die Grenze in dieses große Tal überschritten hatten. Was immer auch geschehen würde, man würde sich lange an uns erinnern. Irgendwo muss es ja sein. Schlupp. Schuss. Irgendwo, 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 irgendwo. Hier jedenfalls nicht. Wir kamen sehr gut vorbereitet. Na, war grad oben. Die Wikinger überfielen uns jedes Jahr, solange ich mich zurückerinnere. Sie raubten. Hätte ich eurem Wächter das Kommando für diesen Angriff übergeben sollen? Los! Ich bin Apollyon. Mhm. Einst war ich eine Wächterin. Doch inzwischen bin ich weit mehr als das. Ich bin die 8. Kriegsherrin der Schwarzenfelslegion. Die einzige, die stark genug war, um zu überleben. Und mit mir wird für dieses Land ein neues Zeitalter beginnen. Brauche ein Gefühl. Kann es denn nachher sein? Okay, jetzt brauche ich aber gleich nochmal ein Guide irgendwie, weil sonst wird es hier, glaube ich, nichts. Ja, noch Ewigkeit rumlatschen. Ich will einfach nur wissen, ob ich in dem Areal hier irgendwas übersehen habe. Geht gerade gar nichts. Okay, leck mich doch fett am Arsch. Kann ja wohl nachher nicht so schwer sein. Komm. Ein Guide, dessen Name nicht genannt werden darf. Raubt mir gerade so ein bisschen die Geduld. Also nochmal. Komm schon. Also, so interessant. Was sind wir denn eigentlich? Ich glaube, es sind 4, oder?
Na, bitte. Es hat... Nein! Ach! Leck mich am Arsch hier. Weißt du, das konnte ich gerade lesen, also... Och nö, ich mache jetzt einfach mal die gesamte Seite. Weiß. Vielen Dank auch. Was soll das denn? Ich weiß, es muss hier irgendwo sein. Hallo. Okay, das wird bei mir jetzt langsam so bunt. Ich gehe ja nur noch ein bisschen weiter. Ich kann ja notfalls hoffentlich zurück. Nicht, wenn ich nicht mal hinkomme. Die Wikinger waren in der Überzahl. Wir hatten Technologie. Hä? Was ist das? Ich seh nichts. Die hätten mich eigentlich links hingeworfen. Gut, also. Moment. Bei dieser Statue. Was für ein Skelett? Da vielleicht. Da. Die Welt. Look at a catapult. Yep. Ja, hab ich. Das ist unglaublich unspezifisch eigentlich. Ah, der Typ, da hat einfach kein Schwein. Eine verdammte Laterne. Das verstehe ich jetzt nicht. Missionsdetails. Totem. Eine Statue, Wikinger, Karuskopf, zerstört, überlistet. Apollyon 1. Apollyon 1. Gibt es auch Apollyon 2? Logischerweise. Apollyon 1. Stehe ich jetzt langsam überhaupt gar nicht mehr. Was für eine Laterne? Da ist aber nichts. Muss ja das sein. Oder Guide hat einfach irgendeinen Scheiß gelauert. Hallo? Da ist nichts. Nachweislich, da ist gar nichts. Ach, was soll's. Naja. Also irgendjemand mit einer Laterne. Da hat aber niemand. Ich kann. Jetzt gerade gar nicht mehr.
Mechanismus finden. Jetzt habe ich zu lang. Was? Hä? Da schwimmt nach oben. Ja, okay, das. So, jetzt. Nerv nicht. Was soll denn das nachher zeigen? Hallo, Kerl. Nix, nix, war nix. Ist recht nix. Überhaupt nix. Ja, ich war heiß. Es gibt gerade einen Sinn, soll das noch sein. Katapult. Kann ich nicht schauen. Also doch, aber. Irgendwas mit einer Straße. Was? Ja, es müssen ja die sein, aber. Was? Der ist gerade nicht. Da geht's schon mal hier. Ne, gibt's nochmal Katapultangriff. Das haben wir ja schon. Und das hier, hier, das ist das Tor. Was? Ich verstehe es immer weniger. Was sind das jetzt? Ich glaube jetzt gar nicht. Das ist auch nicht der Guide meiner Wahl, ehrlich gesagt. Aber der Guide meiner Wahl hat gedacht, er müsste Baum sagen. Von daher den Guide der zweiten Wahl. Wo ist denn das jetzt nachher? Das kann es ja einfach nicht sein. Das muss ja irgendwo sein. Rein logisch. Das muss ja irgendwo sein. So. Ich hab halt aber irgendwie alles, was ich jetzt gesehen habe. Eingesammelte Eis. Stress nicht. Ich glaube, das da oben ist ein Viertelux, ne? Sollen das noch sein? Ja, Viertelux. Nee. Vielleicht da, da oben. Irgendwo. Ich verstehe es gar nicht mehr. Hier nicht. Was soll das? Das ist doch ätzend jetzt. Wo ist denn das? Wo ist das? So, irgendwo da sein. Aber, ist das nächste Geil, Herr? Ich verstehe es wirklich nicht. Was meinen Sie denn bitte mit Laterne? Sie müssen ja diese... Ah, dachte schon, das wäre weg. Feuerschale meinen. Aber da ist ja nichts. Da ist nix. Alright. Was sind für euch Leute rechts? Wir haben das mit der... Wir haben das Tor. Also noch irgendeine Statue mit einer Laterne sein. Da kommt eigentlich nur die in Erfahrung. Sie soll rechts sein. Das heißt, entweder da rechts, oder sie meinen die erste Brücke da, oder sie meinen das, aber das ist Napoleon, das haben wir auch schon. Das kann doch nicht sein. Das haben wir auch. Ich verstehe es einfach nicht. Muss ja irgendwo sein. Nur wo? Hä? Es tut mir jetzt ein bisschen leid, aber. Ich würde es ganz gerne jetzt noch einsacken. Und es ist einfach nix. Und ich finde es gar nicht. Und der Guide ist auch sehr schön nebulös. Das verstehe ich jetzt gar nicht.
Das war so klar. Jetzt verarscht mich natürlich schon wieder alles. Wo willst du mich gerade... Oh. Weißt du? Da bin ich auf einem fucking Guide. So. Dann bin ich erstmal aus irgendeinem Grund, werde ich auf die Samurai-Story hingeleitet. Dann will ich verdammt nochmal zur Ritter-Story, da kommt. Ja, Netzwerkfehler, boom. Das ist in dem Fall, das ist einfach da. Das liegt nicht daran, dass das Netzwerk scheiße ist oder so. Das liegt einfach nur daran, dass da irgendwas einfach nicht stimmt. Was ein bisschen nervig ist. Weil ich mich jetzt die ganze Zeit auf diese blöde Laterne da fixiere, die nicht verfügbar ist. So, es muss doch da sein. Jetzt lassen wir das endlich finden und diese blöde Mission beenden. Oder ich habe es halt echt übersehen und dachte einfach nur, ich hätte irgendwas gefunden, was ich nicht gefunden habe. Da willst du mich verarschen. Die alten Könige der Wikinger waren sehr mächtig. Sie segelten über die Ozeane. Doch als die Meere gefroren, gerieten sie in Vergessenheit. Und dann kamen sie zurück. Moment, das habe ich irgendwie schon mal gehört, habe ich das Gefühl. Moment. Hä? Kann sein, dass da ein Netzwerkfehler irgendwo mal war, ich schon hatte und dann einfach nur war, ja, wurde nicht gespeichert. Weil irgendwie erinnere ich mich daran. Gut, das ist auch nicht gerade unbekannt. Lass das. Ja, der Krieger ist mir egal. Der sorgt nicht dafür, dass es abgebraucht wird. Der Helm von dem rechts ist sogar am coolsten. Wir konnten keinen Trupp abstellen, um die Gefangenen zu bewachen. Herren, diese Bestie hat sicher 40 Krieger erschlagen. Darunter auch Davis. Wisst ihr, wie man Raubtier und Beute unterscheidet? Das ist nicht leicht. Außer man sieht sie im Krieg. Gute Arbeit. Ich hatte gedacht, Ihre Auswahlkriterien würden nur für uns gelten. Tja, tun Sie halt nicht. Jetzt ist der Narzissmus angeknackst. Nein. Juhu, wieder so ins Auge. So, und dann machen wir dann mit Sabotage weiter. Es ist, wie gesagt, auf schwer. Viel einfacher. Wenn du irgendeinen Angriff nicht kennst, schau einfach auf Saudi. Fertig. Und wie gesagt, du kriegst einfach weniger Schaden. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Blockgeschwindigkeit ist auch schneller. Also irgendwie ist alles besser.